Miep, miep. Raketenflieger Timmy, alles super Roger Pups okay an Bord? Alles super Roger Pups okay an Bord. Dann Startfall für ein neues Weltraumabenteuer. Yippie! Ups! Und wohin soll's gehen, Teddy Naut Teddy? Zum Plüschplaneten. Meine Oma wird 7 Jahre alt. Alles klar, zum Plüschplaneten. Oh, ich habe hier gar kein Geschenk. Dann suchen wir etwas, das Omas mögen. Kekse? Kürbis? Käse? Kleber? Seife? Seife ist gut. Oh, wie das duftet. Plüschplanet voraus. Ist der plüschig? Wie ich? Aber auch alles. Plüschberge, Plüschbäume, Plüschhäuser. Hier wohnen ja auch nur Plüschtiere. Da ist ja die Oma. Ja, schau, da kommt ja meine Oma. Hallo, Oma. Hallo, hallo. Hallo, Teddy. Wie schön. Alles Gute. Ja, von mir auch. Gibt es jetzt Torte? Wir haben nur auf euch gewartet. Toll. Endlich. Herrlich. Cool. Aber fallt nicht in die Löcher. Hä? Welche Löcher? Jetzt geht's los! Was? Oh, die gab es hier früher nicht. Komisch, aber das kann doch nicht so bleiben. Was da alles passieren kann. Alles wieder schick. Juhu! Gewesen sein. Oh nein. Oh. Was ist denn los? Oh nein. Überall Löcher. Plötzlich waren sie überall diese Löcher. Überall Löcher. Was fliegt denn hier? Motten. Die fressen alles, was aus Stoff ist. Eine Gemeinheit. Welche Motten. Schöne Torte. Na, ich hab ja noch dein Geschenk. Hoppla! Ich glaube, Motten mögen keine Lavendelseife. Ah, ja! Super! Ja. Das war aber mal ein praktisches Geschenk. Super Roger Pups okay. Genau. Piep, 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 piep. Ich glaube, wir müssen wieder los. Ja, schade. Dann werden wir sofort die Löcher in der Torte stopfen. Oh, ja, das wäre genau. Tschüss, Oma. Ja. Tschüss, Teddy, und vielen Dank für die Seife. Jetzt gibt es keine Löcher mehr. Alles Super Roger Pups okay an Bord? Alles Super Roger Pups okay an Bord. Dann eine extra Portion Schlaf für alle. Yippie! Genau. Raketenflieger Timmy, alles Super Roger Pups okay an Bord? Alles Super Roger Pups okay an Bord. Startfrei für ein neues Weltraumabenteuer. Yippie! Ups! Ich würde gern mal wieder spazieren gehen. Dann sollten wir auf dem nächsten Planeten landen. Dann machen wir das, Teddy Naut Teddy. Super Roger Pups okay, Raketenflieger Timmy. Und welcher ist der nächste Planet? Der Traumplanet! Traumplanet voraus! Ein Traum! Ein schöner Traum! Piep, 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 boing, boing. Oh, was
ist denn hier los? Ich denke, ich träume. Da kommt ja keiner an die Türklinke. Da sind doch keine Haltestellen. Die Vögel haben Angst, runterzufallen. Flugzeuge, die nicht fliegen. Kühe mit Telefon? Menschen auf allen Vieren? Hä? Kinder wachsen auf Bäumen? Geschenke im Fluss? Fische auf Stühlen? Und jede Uhr zeigt eine andere Uhrzeit. Wie kommt das nur? Das ist der Traumplanet. Vielleicht gibt es einen, der das alles hier träumt. Mal gucken. Vielleicht da. Ha! Vielleicht da auf dem Berg. Da! Ha! Wenn er aufwacht, ist der Traum vorbei. Und dann? Mal sehen. Sieh mal da! Ha! Man kommt wieder an die Türklinke. Flugzeuge fliegen. Und Vögel. Und Ballons. Straßenbahnen halten an Haltestellen. Menschen telefonieren. Kühe stehen auf der Wiese. Boing. Äpfel an Bäumen. Kinder mit Geschenken. Fische im Wasser. Und alle Uhren gehen wieder normal. Ganz normal. Ganz total normal. Es ist schon spät. Wir sollten schnell etwas träumen gehen. Etwas ganz Verrücktes. Oh ja, etwas ganz total Verrücktes. Bestimmt träumt er gleich wieder. Oder wir. Alles Super Roger Pups und Care on Board. Dann eine extra Portion Schlaf für alle. Yippie! Genau.